Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Finalspiel Nummer 2 hier in Bietigheim-Bissingen in der EG Trans Arena. Gleich, als ob es ein Training wäre, als ob es ein Vorbereitungsspiel ist. Also das ist schon sehr beeindruckend, gerade in dem Alter. Und ja, kann man nur sagen, er hat das sehr gut gemacht bis jetzt. Zwei Situationen für Kassel, die das auch, aber gute Parade von Leon. Weg, Schuss, wird nach außen gedrängt, legt stark zurück. Die große Chance für die Steelers. Der Huskies, Cornet am knapp am kurzen Pfosten vorbei. Ja, und jetzt ist Zientek der mit dem Schuss und wieder Kuhn und wieder, wie du gesagt hast, in Hasek. Oh, harter Check von Olsen. Ja, gegen Nicky Gotsch. Und da war ja was am Freitag mit Ryan Olsen. Und jetzt fliegen die Helme und die Fetzen. Pokorny schnappt sich da Schmidt-Peter. Nicky Gotsch, um den geht es eigentlich, um den sollte man sich kümmern, aber jetzt die Schiedsrichter machen das gut, beruhigen die Gemüter. Ich glaube, Jasper war direkt da und jetzt haben wir Michi Christ mit Evan Jasper. Aber wieder böser Check von Ryan Olsen. Ja, zum Glück, der Nicky steht, der kann vom Eis fahren selbst, das ist erstmal das Wichtigste. Und hier sehen wir es nochmal im Replay. Dann. Jetzt müssen wir aufpassen. Alleingang. Jetzt der Alleingang gegen Leon Dubrava. Leon Dubrava, diesen Save. Überragend. Powerplay quasi da ausfallen. Schön gespielt. Matt McKnight mit Platz. Matt McKnight mit Übersicht. Und das Tor. Benny Zientek mit der Führung in Überzahl. 17 Minuten, Sekunden. Und Jerry Kuhn mit einem Faustschlag gegen CJ Stretch. Und es geht erneut ab. Ja, das ist Playoff-Hockey, glaube, wie man sich das auch wünscht. Ich glaube, da war es dann jetzt auch nochmal Oliver Granz, der da auch nochmal zugepackt hat. Ja, begleitet von der Tormusik. Ich glaube, CJ Stretch bestimmt mit dem einen oder anderen Wortrichtung. Ja, bestimmt, ja. Jetzt hier sehen wir es nochmal. Ich weiß nicht, was er ihm hier sagt. So, jetzt haben wir aber erst einmal das Wichtige, nämlich das Tor. Matt McKnight mit der guten Übersicht. Sehr schöner Pass und dann auch Riesensave von Jerry Kuhn. Und dann beim Rebound ist er natürlich machtlos. Hier sieht man es nochmal. So, und jetzt der Konter. 2 auf 1, wenn es schnell geht. Norman Hauner, Evan Jasper mit dabei. Hauner mit dem Schuss am langen Pfosten. Jetzt Ryan Moser über außen. Hat die gute Übersicht. Gut den Winkel verkürzt hier von Dubrava. Ja, sehr gut. Schule nimmt den Schuss nicht. Stretch verzögert. Oh, schöner Schuss. Tor. Tor. Latte. Latte ausgewunken. Oh, ja, schön gespielt. Das versucht Kassel hier jetzt natürlich. So, und wo ist jetzt die Scheibe? Sie ist nicht im Tor. Sie ist im Tor. Nein, sie ist nicht im Tor. Ich glaube, sie war am Pfosten. Ja, Wahnsinn. Riesenmöglichkeit da jetzt gerade für die Huskies. Erst an einem Pfosten, dann am anderen und die Schiedsrichter bemühen den Videobeweis. Ja, das wollte ich gerade sagen, das versucht Kassel jetzt. Sie versuchen, den Mann neben dem Tor anzuspielen. Hier sieht man es. Von der anderen Seite auch schon. So, ja, hier. Sie versuchen, den Mann neben dem Tor anzuspielen und den Pass dann zu dem Bumper im Slot zu spielen, der hier auch kommt. Ja. War aber toll gemacht hier von Ryan Moser, der nochmal durch die Beine zurückspielt. Hier. Oh, und dann war sie nicht. Ne, da war man sie muss bedenken, der ganze Puck muss mit vollem Umfang hinter die Linie und dann kann man es auch mit der Fanghand nicht erkennen. Also sehr starker, ganz wichtiger und starker Save. Ja. Wir hatten da schon unsere Höhen und Tiefen. Ich glaube, klar, du planst es nicht, das alles zu haben. Aber jetzt schauen wir schnell, was die Schiedsrichter entscheiden. Aber eigentlich dürfte es kein Tor sein. Nee, yes. Oh, jetzt, es war wieder an der gegnerischen blauen Linie ein Turnover und das sollten wir tunlichst unterlassen. Ja. Und da ist der Ausgleich. 1:1 durch die Huskies nach diesem Turnover. Und dann war es, so wie ich sehe, Corey Trivino. Ja, hier, Turnover an der gegnerischen blauen Linie, wie wir es heute schon öfters angesprochen haben. Und dann sehr schöner Schuss in Winkel. Ja. Ja, und es war Saponari. Vinny Saponari mit dem Ausgleich. Hier kommt er rein, kann sich die Ecke aussuchen. Und die Scheibe bleibt im Drittel der Steelers. Es brennt vor Leon Dubrava und jetzt ist sie nicht im Netz, sondern es geht weiter. Schmidt-Peter bringt sie in den Slot. Und da ist das 2:1 für die Kassel Huskies. Ryan Moser, ja, nutzt diesen Sturmlauf aus und im dritten Anlauf die Führung. Ja, wir haben einfach aufgehört zu spielen. Ein Riesensave vom Leon, der uns noch gerettet hat. Und dann dachte jeder, die Scheibe ist im Fangnetz, nicht weitergespielt.
kommt frei im High-Slot zum Schuss und dann nichts mehr zu halten da. Ja, hier sieht man es, wir hören auf zu spielen, na, man verpasst gerade, klären die Scheibe nicht konsequent genug, ihm springt sie auf den Schläger und war jetzt sehr gut gemacht hier. Aber erstmal wieder die Huskies. Jetzt viel Platz für Keusen und das 3:1 von Joel Keusen. Ich glaube, der Schuss war noch abgefälscht. Und die Huskies führen mit 2 im Ellental. 12:48 vor dem Ende und die Hypothek wird höher. Hier Keusen mit dem Schuss. Und ich glaube, aus der Achselhöhle von Dubrava. Ja. Ja, hier springt dem Kassel über den Schläger, dann direkt Schuss von Keusen. Im Grund. Ja, genau. Und deswegen wechselt jetzt jetzt die Chance. Sehr gute Chance. Nächste Chance. Aber Kuhn zweimal stabil. Der Block von Spitzner. Und wird sich Spitzner die Chance? Ja, das gibt Penalty. Das gibt wahrscheinlich Tor. Oder technisches Tor, genau. Nö, Penalty. Tor, ja. Technisches Tor. Und das 4:1. Für die Kassel Huskies und die ja, endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Das wird es gewesen sein. Sehen. Ja, aber herzlichen Glückwunsch an die Fans der Schlittenhunde. Ihre Mannschaft geht in diesem Moment mit 2:0 in der Serie in Führung und hat die Chance, am Dienstag in der eigenen Halle leider nicht vor den eigenen Fans den Sack zuzumachen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.